Das ist Flüssigstickstoff, einer der kältesten Flüssigkeiten der Welt. Flüssigstickstoff ist minus 196 Grad Celsius kalt und mir stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich meine Hand dort reinhalte. Um erstmal abzuschätzen, was mit meiner Hand passieren könnte, brauche ich vorher ein Testobjekt. Dafür benutze ich eine Hotdog-Wurst, der perfekte Fingerdummy. Bei Eintauchen der Wurst fängt der Flüssigstickstoff an zu kochen. Das liegt daran, weil er bei Temperaturen von über minus 196 Grad Celsius wieder gasförmig wird. Dennoch wird die Flüssigkeit nicht heiß, sondern bleibt extrem kalt. Ein Teil des Stickstoffs verdampft einfach. Und zwar so lange, bis die Wurst auch minus 196 Grad Celsius kalt ist. Ja, und das ist das Ergebnis. Nach dieser Demonstration habe ich Respekt, aber es führt nun kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt ist meine Hand dran. Auch wenn der Kontakt nur kurz ist, würde ich das mit kochendem Wasser machen, wäre meine Hand komplett verbrannt. Bei flüssigem Stickstoff, der ja wirklich extrem kalt ist, passiert das nicht so schnell. Mich schützt der sogenannte Leidenfrost-Effekt.